Herbst. Hochkonjunktur für Grünabfall. Moment, bitte warten. Wir haben wenig Platz. Daraus und aus Biomüll entsteht wertvoller Kompost. Das geht aber nur, wenn es der richtige Müll ist. Sind das Ihre Biotonnen? Die müssen wir leider stehen lassen, weil da Plastik drin ist. Wir begleiten den Weg des Biomülls von der Tonne bis in unseren Garten. In Kompost ist eigentlich alles drin, was der Boden braucht. Hannover, kurz nach 7. Die Biomüllabfuhr. Es geht durch die Südstadt, einen der engsten Stadtteile in Hannover. Thorsten Grenz und Bastian Mensen sind das feste Team hinten am Müllfahrzeug. Die Lara Kotschak ist heute als Springerin dabei. 450 Tonnen müssen sie heute leeren. Die Herausforderung? Versteckte Kübel, enge Straßen und unwillige Fahrradfahrer. In den Wohnvierteln fallen jetzt besonders viele Bioabfälle an. Wegen der Corona-Pandemie kochen mehr Menschen zu Hause, statt mittags in der Kantine zu essen. Im Herbst kommen dann noch mehr Bioabfälle dazu. Ja, in manchen Stadtteilen enorm viel Laub. Das letzte Mal die Hecke schneiden, vielleicht noch mal den Rasen mähen. Die Leute sind sehr einfallsreich hier. Mann, Mann, Mann. Direkt zum Tourenbeginn, Stau. Wow, Baustelle, ne? So kommen sie hier nicht durch. Also wenn wir es vorher rechtzeitig sehen, fahren wir natürlich einen kleinen Umweg und kommen dann später noch mal hier in die Straßen rein. Ansonsten, ja, warten. Hoffen, dass sich das Problem von alleine dann löst. Kurz vor 8, Schulbeginn. Die Straßen sind voll. Purer Stress für das Team. Fahr doch durch hier. Die werden sich hier alle nicht einig, wer mal Vorfahrt hat. Da kann man winken, wie man will, interessiert keinen. Und der Nächste. Oh. Ja, nervig. Eben gerade wegen so einem Mist. Oh. Das Team um Fahrer Andreas Jordan arbeitet fest zusammen. Sie fahren 10 verschiedene Touren, immer Biomüll. Ist ein guter Job. Ja, man mag das jetzt sehen, wie man will in der Pandemie, aber ich habe einen sicheren Arbeitsplatz. Ich brauche nicht irgendwie zu Hause sitzen, Homeoffice geht irgendwie auch nicht. Aber nee, es ist schon gut, die Kollegen sind super. Und dann macht das auch Spaß. Wenn nur die weiten Laufwege nicht immer wären. Seit 2015 ist die Biotonne in Deutschland Pflicht. Noch immer landen aber nicht nur Bioabfälle in den Tonnen. Oft sehen sie darin Flaschen, Metall und Plastik. Eigentlich darf ich ja auch nicht reingucken. Nur wenn mir das vom Gewicht her irgendwie ein bisschen komisch vorkommt, dann geh schon mal gucken, oder das ist da drin geklappert. Bei Bio, Glasflaschen, nee, nicht so gut. Ja, die werden wir melden und dann muss der Bürger oder der es verursacht hat, halt eine Sonderleerung bezahlen. Ja, ist halt so. 10 bis 27 Euro kostet das. Das Beste, was ich mal erlebt habe, war vor ein paar Jahren auf dem Altpapier. Tonne gekippt, hat Peng gemacht, war ein Motorblock drin in der Tonne. Gibt's alles. Wenn die Tonnen voll sind, dann wiegen sie bis zu 60 Kilo. Gerade feuchte Essensabfälle sind schwer. Die sogenannte Schüttung hebt die Tonnen automatisch. Ein Haltemechanismus soll verhindern, dass die Tonnen ins Fahrzeug fallen. Passiert auch schon manchmal, dass eine Tonne, wenn die zu schwer ist, dann einfach über den Bügel rüberfliegt und dann liegt sie halt in der Trommel. Oh, bleibt sie drin, ne? Wird dann im Büro angerufen, kommt eine Neuaufstellung. Und dann hat der Kunde eine neue Tonne dann. Aber sowas passiert dann halt auch öfters. Der Job bei der Abfallwirtschaft Hannover ist begehrt. Auf eine Stelle kommen 7 Bewerber. Bastian Mensen hat es beim zweiten Versuch geschafft.
für mich mein Traumjob. Wo andere sagen, Müll, nee, stinkt mir, Regen, Wetter, Sonnenschein, zu warm, sag ich, mir gefällt der Job. Die Deponie Lahe. Hier laden die Müllfahrzeuge die Bioabfälle aus der ganzen Region Hannover ab. In dieser Halle werden sie weiterverarbeitet. Pro Tag rund 100 Tonnen Biomüll. Jörg Fiene bei den frischen Anlieferungen. Das sind so die typischen Sachen, was in den Bioabfall eigentlich gar nicht rein soll. Wenn größere Teile sind, kann es auch dazu führen, dass so eine Umsetzmaschine einfach sich verkeilt und dann bleibt so stehen. Das Tagesgeschäft, was die Maschine erledigen soll, wird nicht erledigt. Ein Stau entsteht und der Bürger weiß gar nicht, was er mit seinen Abfällen, die er da reinwirft, die da aber nicht reingehören, denn für einen Schaden anrichtet. Dazu kommt, die Fremdstoffe werden nie oder nur sehr langsam zu Kompost. Siebe filtern Glas und Plastik. Ein Magnet zieht Metall aus den Bioabfällen. Und trotzdem, nicht alle Fremdstoffe können sie aus dem Biomüll holen. Das große Problem der Kompostieranlagen. In dieser Halle wird aus den Bioabfällen wertvoller Kompost. 100% Luftfeuchtigkeit, bis zu 45 Grad Umgebungstemperatur. Perfekt für die, die hier die eigentliche Arbeit übernehmen. Mikroorganismen. Sie sind schon auf den Lebensmitteln. Sie zersetzen unsere Bioabfälle. Und unter diesen Bedingungen geht es besonders schnell. Ja, so die ersten Tage waren schon ein bisschen erschreckend. Alles Müll, alles hier in der Intensivrotte vernebelt. Mit der Zeit gewöhnt man sich dann daran, was man hier für ein Umfeld täglich erlebt. Und die Aufgaben, die hier zu bewältigen sind, die sind schon sehr spannend. Seit über 10 Jahren sorgt Jörg Fiene nun dafür, dass Hannovers Kompostwerk läuft. Hallo, Herr Steeb, hören Sie mich? Ja, weiß ich, kann ich. So, bitte mal den Akkum starten. Ja, Akkum startet. Okay, danke, läuft. Das Schaufelrad bringt die Abfälle stückweise in den hinteren Teil der Halle. Von unten wird der Müll belüftet. Alles für die Mikroorganismen. Die mögen es heiß, aber nicht heißer als 70 Grad. So. Wenn es zu kalt oder zu warm wird, werden die Mikroorganismen träge und der Stoffwechsel in der Miete findet nicht so optimal statt, wie er stattfinden könnte. Deswegen irgendwo zwischen 50 und 70 Grad. Dann fühlen sich die Mikroorganismen wohl, sind fleißig und machen einen guten Kompost. 3 Monate dauert das. Immer noch darin, das, was sie nicht zersetzen konnten. Plastik, Metall und Glas. Noch einmal wird ausgesiebt. Einzelne Teilchen, einige so groß wie eine Euromünze, bleiben. Damit die Qualität trotzdem stimmt, wird jede Charge im Labor kontrolliert. Nur wenn bestimmte Grenzwerte eingehalten werden, bekommt der Kompost ein Gütesiegel. Gucken und lass uns noch mal das hier angucken. Ja. Kompostberaterin Katrin Hampe. Also guter Kompost erkennt man daran, dass er richtig schön schwarz ist und er duftet nach Waldboden, ist schön krümelig. Den Kompost kaufen meist Landwirte wie Christoph Ostermeier aus Sehnte. Denn Kompost düngt und baut gleichzeitig den Boden auf. Kommt bei uns auf eine Fläche, da kommen im nächsten Jahr Rüben hin. Wichtig ist, dass wir einen Humusaufbau dadurch haben. Das verbessert das Wasserhaltungsvermögen. Nährstoffe sind drin, die uns dann gleich wieder noch dienen. Und ist halt zur Bodenverbesserung. Damit die Kompostqualität stimmt, haben sich einige Abfallwirtschaften im Norden ganz besondere Strategien überlegt. Westerstede im Ammerland. Hier gibt es Biomülldetektive. Markus Hauschke und Ariane Welzin schauen in die Tonnen und verteilen grüne, gelbe und rote Karten. Je nachdem, wie gut getrennt wurde. Die Fremdstoffe sollen aus dem Biomüll, schon vor dem Kompostwerk. Das ist ein Beispiel, so wie es nicht sein soll, dass die gesamten Abfälle im das hat man eben auch oft, ne? Plastik dann eingepackt sind und entsorgt werden, ohne
dass beispielsweise die Wurst, die wir da jetzt sehen, dann solo entsorgt wird, sondern mit der Verpackung. Die kriegt jetzt den roten Aufkleber. Das heißt, der Fahrer weiß jetzt, dass er die Tonne stehen lassen muss, dass die nicht geleert wird. In jeder dritten Tonne ist etwas, das dort nicht reingehört. Das Team will verhindern, dass Reste davon im Kompost landen. Weil kein Gartenbaubetrieb und kein Landwirt will das auf seine Felder aufbringen. Denn über diese Schiene wird es dann auch ja wieder über die Nahrungskette auf unserem Teller landen. Oft finden die Mülldetektive etwas in der Biotonne, das nicht da rein sollte, obwohl es eigentlich genau dafür verkauft wird. Kompostierbare Beutel. Gelb. Das ist gelb. Das sind nämlich die Bioplastiktüten mit diesem Kompostierungssymbol. Die enthalten im Zweifel noch Erdölanteile, die den Kompostierungsprozess später stören können und kompostieren nicht in der Zeit, wie die Kompostierung eigentlich laufen soll. Die wird geleert, die Tonne, aber eben mit dem Hinweis, zukünftig, dass diese Störstoffe zukünftig raus müssen. Wir gucken mal. So. Gewerbeabfälle von einer Pizzeria. Ja. Das ist eine klassische rote Karte. Sind das Ihre Biotonnen? Die müssen wir leider stehen lassen. Wieso? Weil da Plastik drin ist. Plastik? Ja, kommen Sie. Ja, die Abfälle sind ja in Plastiktüten verpackt. Das hat im Biomüll nichts zu suchen. Das ist dein Müll? Wo ist denn hier? Meinen Sie das? Ja. Ja. Und auch der gelbe Sack. Das tut dir Plastik. Das also Papier kann man nehmen, ja. Papiertüten, Zeitungspapier, aber keine Plastiktüten. Wir machen wir. Ja, die machen das einfach. Wir machen das. Wir sortieren alles. Wir sortieren jetzt gleich. Nee, das geht nicht mehr. Wieso? Weil der Fragen ja schon durch ist. Ach so, der kommt gleich wieder. Nee, noch ist er nicht durch. Das wollen Sie noch nachsortieren. Ja, natürlich, wollte ich machen. Handschuhe an, zack. Die Müllabfuhr ist schon unterwegs. Wenn sie kommt, müssen sie fertig sein. Machen wir so, dann holst du erst einmal die Tüte von da raus, komplett alles rüber. Ja, genau. Hol mal einen gelben Sack. Eigentlich ist der richtige Müll drin. Nur die Verpackung ist falsch. Ja, dann jetzt, ich glaube, der wird nie wieder so, oder? Ja, macht nicht. Das ist schon. Kann man sehen, dass gar keine Plastik drin, da waren nur ein Tüten, das ist Bio oder was? Alles ja, das was? Ist, ja, alles ja, das ist jetzt okay. Ist schon gut sortiert, nur einfach ohne Tüten muss reingemacht, ja. Einfach so. Ja. Hier sind auch einen grünen Zettel dran. So. Kilometer südöstlich, Heidekreis. Auch er will nur reine Bioabfälle. Carsten Gerkens fährt einen Seitenlader mit Greifarm. Das Besondere, ein Detektor scannt jede Tonne. Findet das System etwas, das nicht da rein gehört, schlägt es Alarm. Oh, hier haben wir jetzt einen Schüttungsstopp, weil mein Biodetektor anschlägt. Das heißt also, in dieser Tonne müssen Störstoffe drin sein. Was zur Folge hat, dass dieser Kunde jetzt einen Zettel von uns kriegt und die Tonne diesmal bei dieser Leerung nicht mit berücksichtigt wird. Seit über 20 Jahren nutzen sie schon dieses System. Oberflächlich ist nichts zu sehen. Dann wird irgendwo in der Mitte irgendwas sein, was da nicht reingehört. Jetzt machen wir hier einen Zettel unter, dass der Kunde weiß, warum er seine Tonne heute nicht geleert kriegt. Wir sind jetzt auch so fein, ich denke mal, ich würde sogar eine Stecknadel finden. Wir haben in der Vergangenheit also dann schon Diskussionen mit Bürgern gehabt, die dann also abgestritten haben, dass da irgendwas drin ist und meinten dann, unser Detektor würde dann spinnen und das Ding würde nicht funktionieren. Und die haben dann vor Ort die Tonne ausgekippt. Und haben den ganzen Kram auseinandergerührt und dann, siehe da, da waren dann tatsächlich Störstoffe in dieser Tonne drin. Ne, die Wette ging, glaube ich, sogar um eine Kiste Bier. Wie der Detektor genau funktioniert, das wollen sie nicht sagen, aus Sorge vor Missbrauch. Auf dem Monitor sieht Carsten Gerkens, wenn doch einmal etwas ins Fahrzeug fällt, das da nicht rein soll. Das meldet er dann und es gibt einen Verweis. Das ärgert mich richtig. Weil das ist ja nicht
das ist ja nicht der Zweck der Sache. Wir wollen ja rein Biomüll sammeln und nicht irgendwelchen anderen Müll. Der gehört da einfach nicht rein. Ne? Und das ärgert einen schon persönlich. Wieder stoppt der Greifarm. Das System meldet, diese Tonne wurde heute schon geleert. Guten Morgen. Ach, die war nicht leer, ja, weil mir mein System jetzt sagt, dass die schon geleert wurde. Ne? Ja, aber die war noch voll, ja. Ja, das, wie gesagt, das, ich kann es noch mal probieren, das ist das Problem. Ne, das hat, Sie sehen ja selber, dass das da so reingestampft ist, dann funktioniert das nicht. Jede Tonne hat einen Chip, damit niemand seine Tonnen doppelt rausstellt. Ah, jetzt ist der Groschen gefallen. Dann bitte künftig darauf achten, dass Sie das da nicht so reinstopfen in die Tonne. Ne? So ein bisschen lockerer. Ne? Alles klar, danke. Ja. 800 Behälter mit Biomüll hat Carsten Gerkens heute geleert. Nur 6-mal hat der Detektor einen falschen Inhalt gemeldet. Eine gute Quote. Das sieht gut aus. Das kenne ich anders. Also in früheren Zeiten hatten wir hier wesentlich mehr Dinge, die da wirklich nicht reingehörten. Und das ist wirklich sehr schön. Können wir verwerten. Hannover. Im Herbst fällt auf den Straßen jede Menge zusätzlicher Biomüll an. Wegen des Laubs sind die 250 Mitarbeiter der Straßenreinigung im Dauereinsatz. Am Laubpuster Mario Borges. Momentan ist Laubzeit, ja, es ist richtig viel zu tun. Ja, man kommt kaum noch durch mit den ganzen Arbeiten. Ne? Man sieht ja selber, wie es hier aussieht. Also, ja. Nasse und gefrorene Blätter sind eine Gefahr. Deshalb, das Laub muss weg. Tut aber nicht weh. Hier ist Ihre Tasche, die runtergefallen ist, ja? Ja, ich weiß. Ist sonst alles okay? Naja, außer das Knie und die Hose. Wir sind eigentlich da für die Verkehrssicherheit, ne, damit halt solche Unfälle nicht passieren. Wie die Dame eben schon sagte, hier ist die versteckte Kante, die vom Laub verdeckt ist. Und da ist die Dame drüber gefahren und ist weggerutscht und ja, dann ist leider passiert. Ne? Ja. Aber ich habe Glück gehabt, dass ich aufs Knie und nicht auf den Kopf gefallen. Natürlich, ja. Ja, dafür ist dann Helm immer von Vorteil. Da hatte ich den Helm zu. Ab 7 Uhr darf Mario Borges Krach machen. Er kümmert sich um die Straßen, Fuß- und Radwege, aber eigentlich nur bis zur Bordsteinkante. Da sind eigentlich die Hauseigentümer oder die privaten Fußwegreinigungen für zuständig. Oftmals nehmen wir es auch mit runter, weil uns die Fußwegreinigung oder die privaten uns das dann im Nachhinein mit in die Gosse runterarbeiten und wir dann eigentlich doppelte Arbeit haben. Drei, zwei, eins und los. So. Auch von den Rasenflächen muss das Laub. Sonst schimmelt das Gras unter den feuchten Blättern. Oder der Wind weht es wieder auf Straßen und Wege. Drei, zwei, eins und los. In der kleinen Kehrmaschine sitzt Sabrina Mewitz. Heute ist der Auffangbehälter schon nach 30 Metern voll. Die Maschine ist jetzt total voll, es geht nichts mehr rein. Ich habe hier eine Kamera drin und dann sieht man, dass er nichts mehr aufnimmt. Mehrfach pro Stunde fährt sie zum Abladen. Alle 5 Tage muss sie auch die Bürsten der Kehrmaschine wechseln. Alle Fahrzeuge der Straßenreinigung sind jetzt im Einsatz. Unverzichtbar der große Laubsauger. Der Laubsauger ist ein umgebautes Müllfahrzeug. 14 Jahre ist es alt. Es wurde ausrangiert und fährt nur noch im Herbst. Bis zu 10 Tonnen Laub passen rein. Wenn Sie zu viel laden, dann wird es schwierig, das Laub später wieder auszukippen. Ganze 3 Stunden dauert es, bis Sie auf diesem Platz fertig sind.
auf der Deponie Lahe. Reine Grünabfälle, also Laub- und Gartenschnitt, werden draußen kompostiert. Getrennt von den Abfällen aus der Biotonne. Daraus wird Grüngutkompost. Nun, Moment, bitte warten, wir haben wenig Platz. Ja, das geht ja nicht so, Leute. Das geht ja nicht. Das müsst ihr alles wieder mitnehmen, ja, über die Waage fahren. Und dann guckt ihr mal bitte, wo ihr das abgibt. Stefan Detmar muss aufpassen, dass hier wirklich nur Grüngut abgegeben wird. Hier im Transporter ist ganz unterschiedlicher Müll. So ist es Restmüll. Kippen Sie bitte da vorne neben dem Weißen bitte ab. Und dass Sie dann das dann... Genau. Hochbetrieb für das Team hinter Markus Müller. Von Oktober bis Februar dürfen Bäume zurückgeschnitten werden und es fängt die Laubzeit an. Und ja, die Leute räumen ihre Gärten auf, ne? Die Firmen schneiden halt die Bäume zurück und dadurch fällt halt hier wirklich viel an. Und das ist bei uns ist wirklich eine Kampfansage. Inzwischen ist auch der Laubsauger vom Vormittag da. Auch er kommt zum Abladen. Doch heute gibt es ein Problem. Die Schüttung geht hinten nicht auf. Irgendwas klemmt. Wenn es jetzt nicht funktioniert, muss Sascha Fumitsch die Werkstatt anrufen. Das Fahrzeug wird dringend gebraucht. Ein Glück. Sie können abladen. Im Alter ist das manchmal so. Ja, einmal ist es schon passiert, aber es kann sein, dass es manchmal ein bisschen hakt, dass irgendwie was zwischengekommen ist. Das ist normal. Da muss man sich ein bisschen mit beschäftigen und dann kriegt man das auch wieder hin. Die Grünabfälle werden zerkleinert und zu sogenannten Mieten aufgeschüttet. Wie bei den Bioabfällen zersetzen auch hier Mikroorganismen das Material. In der Mitte, wo es hellbraun ist, wird abgeladen. Nach außen wird der Kompost immer älter. Diese Maschine bewegt den Kompost, mischt das Material und bringt Luft hinein. 7 Monate dauert es, bis der Grüngutkompost fertig ist. Mehr als doppelt so lang wie die Abfälle aus der Biotonne. Das, was hier im Großen geschieht, kennen viele aus dem heimischen Garten. Braunschweig. Claudia Heger ist Gartenexpertin und gibt Schulungen. Sie zeigt einer Gartenfreundin, wie man einen Kompost umsetzt. Was fährst du bevor? Also wichtig ist immer, dass man grünes, feuchtes mit trockenem vermischt. Ja. Weil so ein, je trockener so ein Haufen ist, desto weniger Umsatz hat er. Er muss eine gewisse Feuchte haben. Okay. Im Unterschied zum Kompostwerk arbeiten hier Regenwürmer, Tausendfüßler, Asseln und andere Kleinstlebewesen mit. Und die Temperatur schwankt stärker. Im Sommer kann er in der Mitte, also im Zentrum, schon 60 Grad kriegen. Also manches ist mir ein Mysterium an diesem Komposthaufen immer. 60 oder 70 Grad, so ein Regenwurm, der hält das doch nicht aus, solche Temperaturen. Nein, die Regenwürmer gehen erst rein, wenn die Temperaturrotte durch ist. Ach so. Das wissen die das, genau. Ja, das also die gehen in einen heißen ja, Haufen eben, nicht rein. Ist ja viel zu heiß. Nein. Die kommen dann erst, wenn, wenn die Heißrotte abgeschlossen ist. Dann kommen die Regenwürmer. Die Kleinstlebewesen verarbeiten alle Abfälle, die auch in die Biotonne dürften. Laub und Schalen von Südfrüchten zersetzen sie nur langsam. Essensreste sollen aber nicht auf den Kompost, wegen der Ratten. Das sind Rosenkäferlarven. Ne? Und das sind Tiere. Die Eier werden direkt in den Kompost gelegt von dem Käfer. Und die leben wirklich nur im Kompost. Und die helfen, auch den Kompost zu zerkleinern. Also sie sind sehr nützlich. Ich kippe die von hier auch. Ja, ja. Gut ein Jahr sind die Abfälle alt, die ganz unten liegen. Hier ist der Recyclingkreislauf abgeschlossen. Der Kompost fertig.
Claudia Heger sieht das daran, dass keine Regenwürmer mehr da sind. Hier ist also wirklich nicht mehr viel zu sehen. Ja, die waren oben in der aktiven Schicht und hier sind sie mit ihrer Arbeit quasi schon fertig. Das ist so tolle Erde. Ist schon richtig krümelige Erde. Am Anfang hat man viel mehr Stöckchen und Pflanzenteile und das ist schon alles zersetzt. Das ist auch schon richtig kompakt, also das kann man hier mit der Hand gar nicht mehr aufgraben. Ne? Der Kompost ist noch etwas grobkörnig, darf aber schon an robuste Pflanzen wie Himbeeren. Bei Gemüse empfiehlt die Gartenexpertin, den Kompost noch einmal abzusieben. In Kompost ist eigentlich alles drin, was der Boden braucht. Mineralien und Spurenelemente und Stoffe, die Feuchtigkeit halten, Humus. Mit Kompost kann man nichts verkehrt machen. Kann man auch nicht überdüngen, was mit Mineraldünger sehr, sehr schnell passieren kann. In Hannovers Südstadt kämpft sich noch immer das Team im Biotaxi durch die engen Straßen. 23 Biomüllabfuhren sind gerade gleichzeitig in der Region Hannover unterwegs. Aber da hatten wir schon wesentlich engere Lücken. Moin. Bastian Menzen ist jetzt schon 6 Stunden unterwegs, meist zu Fuß. Bitte schön, schönen Tag noch. Wir laufen tatsächlich jede Woche, 4-mal die Woche, den Müllabfuhr hinterher. Und er ist da ganz begeistert und musste jeden Tag beobachten. Guck, jetzt muss ich dich auch umdrehen, dann siehst du gar nichts, ne? Kurz vor Feierabend noch einmal warten. Die eigenen Kollegen vom Restmüll blockieren die Straße. Also man guckt doch schon ab und zu mal auf die Uhr, ne? Und wenn es dann doch eng wird, dann ja, die Zahn zulegen, heißt es dann. Oder mit anpacken. Wie stehen wir heute wieder so? Südstadt, ne? Ja. Weißt du, wie es ist? Immer dasselbe Theater. Zwei Uhr. Die Tour ist geschafft. Jetzt geht es zur Deponie. Abladen. ...450 Abfalltonnen haben sie heute geleert. Eine davon war wohl zu schwer und ist ins Fahrzeug gefallen. Sie wird aussortiert. Plastikmüll. Der ganz normale Wahnsinn, wie immer da, ne? Nichts Neues. Ab nach Hause, auf die Couch. Feierabend. Die Niedersachsen sind deutsche Vizemeister im Sammeln von Biomüll. Nur in Rheinland-Pfalz landet pro Kopf noch mehr Abfall in der Biotonne und wird Kompost. Dünger und Erde für unsere Felder und Gärten. Der Recycling-Kreislauf der Natur.